Zirkuläum ist eine gemeinsame Idee der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und Kreativhaltig gewesen, welche das Ziel hatte, ein Artistenzentrum in Stuttgart aufzubauen und die Zirkusszene weiter zu fördern. Planungen, 2 Jahren Beteiligungsprozess, kristallisierte sich im Frühjahr 2023 immer mehr heraus, dass wir auf der Fläche der Aufenthaltsstelle Zukunft mit unserem Projekt starten konnten. Mit der Zusage für das Gelände begann eine 4-wöchige Aufbauzeit, in der wir versucht haben, so schnell wie möglich alles aufzubauen, einen kreativen, schönen Ort zu schaffen. Und so wurde dann im Juli aus der Projektidee Realität. Wir sind das Duo Stieler und Katschu aus Leipzig. Und vor 4 Wochen kam ein Anruf von Timon. Du, wir haben da so einen Schotterplatz. In 4 Wochen müsst ihr hier spielen. Specials heute Abend, unter anderem die Lichtshow. Wir haben gestartet mit der Idee oder der Vision eines Artistenzentrums und mit Zirkuläum ist letzten Endes ein Kulturort herausgekommen, in dem Zirkus ein Bestandteil ist, aber eben auch nur einer und mit vielen weiteren Bestandteilen ein ganz bunter Ort entstanden ist. Ein Ort für Begegnung, für Kultur und für Bewegung. Es ist einfach so ein Wohlfühlort mitten in der Stadt. Also ich finde, das ist hier auch eine ganz tolle Gemeinschaft, also auch
alle helfen zusammen. Zirkulärium ist für mich ein Ort, an dem man einfach spontan kommen kann, eine gute Zeit haben kann, für die Kinder ganz besonders. Für mich ist es ein Ort des Zusammenkommens, an dem sich Leute treffen, Spaß haben, Dinge erleben, an dem Zirkus stattfindet und ganz viele tolle Veranstaltungen. Ich finde schön, dass wenn man irgendwie hierher kommt, dass man dann ein Teil von was ist. Trainingsort, wo ich Sport machen kann, wo ich trainieren kann. Sich inspirieren lassen von und mit anderen. Eine schöne Gemeinschaft. Eine gute Idee. Gemeinschafts- und Sportort. Man kann neue Sachen ausprobieren, was man vielleicht noch gar nie gemacht hat. Ein Raum für Möglichkeiten. Ein Ort für Gemeinschaft. Eine Art Anker, zu dem man sich zugehörig fühlen kann, zu dem man kommen kann, wo man gerne Zeit verbringt, wo ein soziales Miteinander stattfindet. Für mich war das Gemeinschaftsgefühl des Projekts etwas ganz Besonderes, egal ob beim Aufbau, beim Abbau oder auch bei den vielen tollen Veranstaltungen, die wir hier gemeinsam erleben durften. Immer war eine helfende Hand da, immer waren Menschen da, die einfach angepackt haben, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft haben das Interesse, dass es solche Orte wie Zirkulärium gibt, damit junge Menschen sich ausprobieren können, dass sie eine neue Herausforderung erleben und dass sie sich inspirieren lassen können, was ihre Zukunft vielleicht bedeutet. Hier kann ich das machen, was ich schon immer richtig gerne tue, mit den Menschen zusammen, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, ob es bei Veranstaltungen ist oder im Training oder auf der Bühne bei Auftritten. Und das macht mir richtig Freude, und da finde ich auch immer neue Herausforderungen. Ein Ort der Begegnung, ein Ort zum Trainieren und ein Ort, wo ich mich kreativ ausleben kann. Es fühlt sich an wie zu Hause. Danke an alle. Es war eine schöne Zeit und ich hoffe, dass es so weitergehen kann. Ich wünsche mir, dass das Zirkulärium wächst und zu dem zentralen Ort für Artistik, Kultur und Kunst hier in Stuttgart wird.